Die Erde ist flach. Man sieht, das ist gerade, das ist eine gerade Linie, die ist... Digga, stabil. 43 ist ja stark stecken geblieben, schmeckt auf jeden Fall. Und haben hier einmal eine Sky Dweller und eine Datejust. Digga, nimm das aus deiner Hand daraus. Der hat da irgend so einen Scheiß gepflückt. Das ist unser erster YouTube-Vlog. Für uns geht's jetzt nach Warschau. Wir werden euch über 3 Tage, also wir fahren jetzt von Freitag bis Montag nach Warschau mitnehmen. Und es wird auf jeden Fall richtig geil. Bleibt dran. Das Erste, was wir jetzt machen werden, ist erstmal einen Wagen abzuholen, einen Mietwagen. Wir fahren rüber nach Warschau. Wir sind jetzt nämlich schon lange nicht mehr Auto gefahren. Da haben wir richtig Bock drauf. Wir haben gebucht eine A-Klasse. Da steht aber A-Klasse oder ähnliches. Mal sehen, was wir gleich bekommen werden. Jetzt noch kurz die Sachen packen. Max ist hier gerade dabei. Und ja, wir müssen eigentlich schon in 5 Minuten da sein. Mal gucken, ob die Reservierung noch bleibt. Aber schaffen wir easy. Ist jetzt doch ein GLC geworden, also beschweren werden wir uns da nicht. Es wird auf jeden Fall eine angenehmere Fahrt als in der A-Klasse. Der Typ hat gerade zu uns gesagt, wir sind die Ersten, die den Wagen fahren. Richtig nice auf jeden Fall. Und wir fahren jetzt 7 Stunden, 700 Kilometer. So ungefähr 100 Kilometer weiter kam uns jetzt die Idee, beziehungsweise wir haben diesen Gedanken schon länger. Und zwar haben wir richtig Bock, einen Autohandel einfach aufzumachen, so mit Luxusautos. Und wir brainstormen das gerade, wie könnte man das anfangen? Was muss man da beachten? Wir schauen jetzt bei YouTube-Videos dazu, informieren uns ein bisschen. Also, wer weiß, was die Zukunft bringen wird, aber vielleicht werden wir bald einen Autohandel aufmachen. Und dann blicken wir auf das Video zurück und sehen, wo das Ganze begonnen hat. So, wir haben noch ungefähr 200 Kilometer vor uns. Max hat Hunger, ich nicht so, ich bin sowieso auf Diät. Und jetzt suchen wir was zu essen. Was ist hier? Was ist hier? Vor welchem Laden stehen wir? Burger King. Und du willst mir sagen, da kann man was Cleanes essen? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es was einigermaßen Cleanes zu essen, okay? Was nicht so verfettet ist oder Digga. Pappe ist, was man isst. So, man isst eigentlich immer Pappe, wenn man bei Mac ist oder bei Burger King isst. Aber Chicken Nuggets ist ein bisschen anders, ne? Clean, ist ein bisschen Protein so. Ja, also ich hungere lieber anstatt bei Burger King zu essen. Ja gut, ich muss aufbauen. Für mich ist es schlecht zu hungern. In Warschau angekommen, da vorne sieht man schon die Skyline. Gibt auf jeden Fall ein bisschen Gotham City Vibes. Alle, die schon mal in Warschau waren, wissen Bescheid. Vor allem jetzt mit den Wolken noch. Und genau, jetzt fahren wir zum Hotel und checken da gleich ein. Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen, haben die Karten noch schon bekommen. Wir sind im Intercontinental Hotel. Und guckt euch mal an, wie der Typ geparkt hat. Also wenn der keine Ahnung hat, weiß ich auch nicht. Okay, wir sind jetzt hier vorm Zimmer. Rein geht's, erste Reaction. Okay. Hier erstmal Karte. Warte, ist das hier überhaupt mit der Karte? Nee, geht einfach so an, perfekt. Ja. Ja, kann man machen. Ist stabil. Hier ein Tisch, können wir noch arbeiten. Und 30. Stock. Okay, das sieht krank aus. Auf der Kamera kommt es absolut nicht so rüber, aber 30. Stock ist echt sehr stabil. Boah. Die Erde ist flach. Man sieht, das ist gerade, das ist eine gerade Linie, die ist nicht rund. Hier ist der offizielle Beweis. Die Erde ist flach. Es gibt keine Beweise. 100%, die ist flach. Guckt euch das an. Wir erledigen hier gerade noch die letzten To-Dos. Und wo geht's für uns gleich hin? Zum Kampfsport. Der Mikrofon natürlich. Dann ist Lato. So, Training ist jetzt durch. War eine richtig intensive Session. Gleich gehen wir Steak essen. Sie sind alle sehr verschwitzt. Hat richtig gebockt. Für mich gibt es 350 Gramm Ribeye. Hier jeweils 500 Gramm Filetsteak. Ja, perfekt, Digga. Nächster Tag beginnt. Wir wollten ins Training. Das ist da einfach kotze, Digga. Perfekt. Ja, für uns steht jetzt auf jeden Fall eine Gym-Session an. Danach. Nicht Beine. Push. Push trainiert. Und danach? Digga, das soll zugehen. Wir brauchen einen neuen Aufzug. Ja, wie regeln wir das jetzt? Den muss erstmal jemand abrufen, ne? Ne, hier. Nochmal durch. Okay. Und was machen wir nach dem Gym? Nach dem Gym gehen wir ins Spa. Richtig geiles Spa, werdet ihr sehen. Im Gym angekommen. Push, Pull. Ne, was laber ich? Pull. Rückenbizeps. Das Testo-Schwein, Max.
hier am Curls durchziehen und zieht euch mal diesen Spa-Bereich rein. Okay, ich weiß, die Leute nicht so filmen, aber die Aussicht hier ist auf jeden Fall sehr krass. Ich weiß nicht, was es mit diesen Aufzügen auf sich hat, aber wir sind immer, bleiben immer stecken. Die Tür geht nicht auf. Digga, wir müssen hier raus. Digga, stabil. 43 ist ja stark stecken geblieben, schmeckt auf jeden Fall. Hello, the door is not opening. And at the ground floor? No, at the 43. Yes, you used your card to the room? No. You must use your card to yes, the room. Yes, but we forgot it in the locker room. To the reader? Yes, we forgot our card in the locker room. That's where we want to open the door to get the card. We have no card. Okay, just go to... Demnächst wird es auch wieder abgehen. Ein paar Sachen geplant. Wir werden jetzt einen Podcast... Und haben hier einmal eine Sky Dweller und eine Datejust. Jedenfalls sehr stabile Uhren. Jungs, wie teuer sind die? 22.500. Die Datejust, 14K, 15K. Okay, sehr stabil. Wann kommen die Rollies von uns? Ja, hoffentlich maximal 1 bis 2 Monate, maximal. 1 bis 2 Monate haben wir uns als Ziel gesetzt. Schaffen wir. Safe. Wir gehen hier gerade noch die Tiefgarage runter. Das ist Real Talk krass, was hier steht. Ferrari SF90, 812 Superfast, mehrere Lambos, alles Mögliche. Das ist echt krank. Also hier ist safe ein 8-stelliger Autowert allein in dieser Tiefgarage. Ja, echt? Also wir laufen jetzt zurück, planen gleich den Podcast und dann nehmen wir den auch schon auf. Wir sind hier gerade noch in der Hotelbar, essen kurz was, besprechen jetzt die letzten Sachen bezüglich dem Podcast mit Fabian, ist auch direkt dabei. Das heißt, wenn ihr den Vlog seht, checkt eine Woche später ungefähr den YouTube-Kanal aus und dann findet ihr den Podcast auch sehr, sehr interessant. So, wir sind ja jetzt an der Podcast-Location angekommen, hier wird jetzt alles aufgebaut. Schön bei Sonnenuntergang fangen wir an, die Skyline sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Shoutout an Elias für die Location, checkt sein Instagram aus, hier eingeblendet. Nächster Tag, kurz Gym-Session durchgeballert. Was haben wir heute trainiert? Wir haben heute Beine trainiert und Boxen. Und zieht euch diese Aussicht rein. Warum? Das ist gut so. Die Leute wollen authentischen Content sehen. Die Frische. Okay. So, ich cutte hier gerade noch ein Video. Unser Plan war es eigentlich heute Abend noch rüber zu gehen zu Elias in die Wohnung. Wir wollten noch ein paar Sachen mit Fabian aufnehmen. Fabian ist dann aber krank geworden und das hat sich dann doch verschoben. Und dann gehen wir... Ne, der Plan war um 20 Uhr essen zu gehen dann noch mit den Jungs, also Elias und Nino. Aber das hat sich dann verschoben. Wir werden jetzt ein bisschen eher essen gehen und dann auch eher nach Hause fahren. Weil eigentlich wollten wir morgen nach Hause fahren, jetzt fahren wir aber nach dem Essen direkt. Also Pläne ändern sich wie immer. Und ja. Aber das ist keine Ahnung. Jetzt ist Sportzeit. Wir haben gerade noch kurz mit Nino und Elias essen und jetzt drehen wir ein paar Runden mit deren Supercars. Da der 812 Superfast und Max und Elias kommen gleich im Lambo.
wie ihr gerade gesehen habt, wir sind eine Runde mit den Jungs gefahren, das war geisteskrank. Wie viele haben geguckt im Lambo? Jeder. Frauen, Männer, Kinder, ältere Leute, jeder hat geguckt, jeder hat Videos, Fotos krank gemacht. Also die Aufmerksamkeit ist krass. Und dann, wenn man beschleunigt, diese Emotionen, dieser Sound, alles zu geil. Wenn wir in unserem Leben keinen Sportwagen fahren, wir haben nicht gelebt. Dann ist das Leben nichts wert gewesen für uns. Ja, das muss auf jeden Fall. Jetzt gehen wir ins Hotelzimmer, holen unsere Sachen und checken aus. Eigentlich hätten wir noch eine Nacht, aber wir müssen weiterarbeiten. Sind hier gerade auf dem Weg zurück. Max ist der Scheibe am Wischen. Es ist so krass, wie viel Insekten man mitnimmt. Das wird Veganern auf jeden Fall nicht so gefallen. Guckt euch das mal an. Digga, einfach ein Massaker. Und vertraut, holt euch das an den Tankstellen, Beef Jerky. Richtig geile Stats, schmeckt geil. Bleib wieder clean. Yes. Und es riecht hier krank geil. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ist auf jeden Fall eher abgelegen, aber richtig geiler Vibe hier. So, kurze Pause gemacht. Ja, was ist? Hä? Digga, nimm das aus deiner Hand da raus. Der hat da irgend so einen Scheiß gepflückt. Der will irgendwas machen. Das war's, der kann laufen. So, wo sind wir? Am Ende unserer Reise angekommen. Was heißt das? Zu Hause. Wir sind endlich zu Hause. Jetzt wird der Hustle wieder ganz normal weiter durchgezogen. Im Hotel immer ein bisschen schwierig mit Arbeiten. Und ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Hinterlasst wirklich sehr, sehr gerne ein Follow. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dieses Jahr noch die 100.000 Follower zu knacken. Ist wirklich ein sehr, sehr hochgestecktes Ziel. Aber es wird noch einiges kommen. Das heißt, es ist realistisch. Und wenn du uns jetzt ein Follow hinterlässt, dann machst du das Ganze umso realistischer. Deswegen supportet uns gerne und schreibt uns Feedback in die Kommentare. Wir werden es versuchen, bestmöglich im nächsten Vlog umzusetzen. Und yes, bis zum nächsten Mal.